Es gibt beim De-Icing natürlich zwei Schritte. Es nennt sich One-Step und Two-Step. Beim ersten Schritt wenden wir ein Verfahren ab von 75-25. Das heißt 75% ADF, das ist die Flüssigkeit, die das Eis zum Schmelzen bringt, und 25% Wasser. Das machen wir häufig bei Frost oder halt, wie gesagt, in den kühlen Minustagen. Und beim zweiten Schritt, das kommt oft bei Schnee oder anderen Wetterverhältnissen vor, dass wir dann erstmal den ersten Schritt anwenden mit 75-25 und dann halt den zweiten Schritt 100% ADF, dann dass es halt versiegelt ist. Also wir haben in dem Elefanten, nennen wir das, Iceberg Truck, da haben wir eine bestimmte Anzahl von Litern ADF und auch Wasser. Das heißt, falls wir wie beim ersten Schritt, was wir gerade gemacht haben, dann den ersten Schritt anwenden, dann haben wir halt beide Mischverhältnisse. Das Wasser wird dann da aufgewärmt im Lager selber, also im Truck. Dann kommt da aus der Nozzle vorne kommt da eine Wärme von 60 Grad raus.